Passt, würde ich sagen. Next. Gab es sonst wo da draußen eh keine Tarotkarte oder irgendwas in der Richtung, gell? Naja, der ein oder andere Auftrag. Passt, weil da kann man dann eine wunderschöne Runde machen. Ideal, weil dann holen wir sich da auch noch die unteren zwei und dann hätte ich einfach gesagt, glaub, wir gehen da so ein bisschen einfach so auf und bam 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 bam. Und das wird wahrscheinlich dann ganz oben dann unsere letzte Karte sein. Unsere letzte Tarotkarte. Also dementsprechend, ich bin gespannt. Und dann erfahren wir, oder, dass das der Jackie Wells gemacht hat. Wie die Misty überall auf der ganzen Spielwelt die Karten verteilt hat. Auf Love-mäßig angelehnt. Oh, die Liebe zu beweisen oder irgendwas. Oh, das wär's, das wär's. Das würde ich echt geil finden. Wenn du sagst am Schluss, wenn du alle Karten gesammelt hast und sie schaut sich die Karten so durch. Und jedes Mal überall der Anfangsbuchstabe, wie deppert gesagt, jetzt wie Marry Me oder irgendwas so, heirate mich oder wie du das Scherz den immer hast auf Englisch. Ich weiß, glaube ich, was ich meine. Wäre vielleicht ja auch eine ursüße Sache. Eine ursüße Aktion. Was ich auch wieder extrem geil finden würde. Ich kann nichts dafür. Du warst im Weg. Du warst im Weg. Wenn er so deppert ist, kann ich nichts dafür. Ich sag's ganz ehrlich, er ist deppert. Er wollte es ja allein. Er wollte es so. Er wollte es so. Und er hat's gekriegt. Pech gehabt. Definitiv Pech gehabt. Er wollte es so, er kriegt es so. Eigentlich vom. Ah, ich kann auch vom Moped aus. Also Motor. Ich weiß nicht, vom Moped. Muschiroller. Das ist eher weniger Muschiroller, wie wisst du, was ich meine? Aber ist praktisch. Da fahre ich einfach nur so vorbei. Und wenn ich es ziehe, kann ich einfach ans Gender und fahre schon wieder weiter. Oh, auch nicht schlecht. Ja, wenn ich es von hier aus sehe. Das ist wieder das nächste. Aber ich glaube, ich muss sogar da rein. Das war cool. Das wird echt cool. Ich habe kurz einen Moment mal erwartet, glaub, dass ich gleich überfahren werde. Mhm. Bist du etwas? Interessante Bude. Aber wieso genau die Bude? Wieso genau die? Das verstehe ich nicht. Was ist an der Bude so besonders? In irgendwas Nasses bin ich reingestiegen. Sieh mal einer an. In irgendwas Nasses bin ich reingestiegen, aber was ist an der Hütte so besonders? Ist da irgendwas Wichtiges? Irgendwas, wo ich sage, wow, das gibt's nur hier. Und nur hier gab es das zum Einsammeln, oder wie jetzt? Scheint der für da einfach rein. Interessant. Es gibt Geld. Geld ist immer gut. Geld ist immer was Feines. So, jetzt mal definitiv nicht nach. Aber ich frage mich halt trotzdem so, was ist an dem hier da so besonders? Dass ich jetzt extra daherkommen musste. Ja, oh, ein bisschen ein Taschengeld gab es halt, ja, meine Güte. 900. Da geht's eh raus. Was geht denn da noch ab? Weil die Hütte ist relativ groß. Kann es vielleicht sein, dass da irgendwann zukünftig irgendeine Mission oder so auf uns hier wartet? Kann das vielleicht möglich sein? Ich finde halt, entweder sie haben sich irgendwas hier gedacht, was sie machen wollten. Irgendwas in der Hinsicht. Und dann haben sie es verwerfen lassen, haben aber die Tarotkarte hier drin gelassen oder ich weiß nicht. Ich finde es halt nur extrem verdächtig. Ihr glaubt, da kommt entweder noch was, irgendeine Mission oder irgendwas in irgendeiner Art und Weise. Ja. Finde ich halt nur extrem verdächtig. Ich finde es halt sehr, sehr verdächtig. Es wirkt halt einfach so, wie hätte man irgendwie einfach was geplant gehabt, aber dann vergessen oder über Bord geworfen oder irgendwas hat nicht passt gehabt. So wirkt's für mich ehrlich gesagt zumindest.
Er ist mir einfach. An alle verfügbaren Einheiten. Verstärkungen Haywood benötigt. Das übliche also. Verstanden. Wieso ist denn hier so viel Polizeipräsenz? Ah, wie Terry. Wieso ist denn da so viel Polizeipräsenz? Bruder. Details übermittelt. Überall Polizei? Überall, wo ich. Überall, wo ich hinschau. Rot, 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 rot. Alle Einheiten. Der Verdächtige ist unseren Patrouillen entkommen. Sofort weitersuchen. Überall ist rot. Überall. Aber wirklich überall. An alle Einheiten in der Nähe. Ordnung ist wiederhergestellt. Alle Einheiten gehen zurück auf Patrouille. Ich weiß nicht, ob man das bezeichnen kann als Ordnung, aber okay. Ich kann das nicht als Ordnung bezeichnen, aber das ist wieder cool. Das taugt mir wieder. Das sage ich mir wieder nicht nah. Da gehe ich gern durch. Bei sowas gehe ich echt, echt gern durch. Aber ich könnte mir echt gut vorstellen, der alte Arasaka Tower. Ah, so ist das. Das, was der Johnny kaputt gemacht hat. Das war schon. Na, 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 na. Seht da. Also das. Okay, man da kommt das wie irgendein Gemälde oder irgendwas gewesen sein. Passt, wir haben's. Weiter geht's. Das ist wieder geil. Das ist wieder sau dermaßen geil. Das habe ich wieder da vorne nicht gewusst gehabt. Ja, ist es ein Hit? Geil. Taugt mir voll, taugt mir voll. Die Überreste vom eigentlichen Arasaka Tower, was da Johnny da Heimtrat hat. Geil, geil. Gebäude gesprengt, jawohl. Definitiv erfolgreich. Vom Grund auf Boden, Alter, bis ins untere Geschoss. Alles weg. Geil. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Kann man aber auch trotzdem relativ gut forschen, dass da auch trotzdem sehr viele unschuldige Beteiligte auch wahrscheinlich dabei waren. Sicher sogar. Wo du wirklich so sagst, so hörst, ja, die. Vielleicht sogar das eine Gebäude nebenan oder irgendwas könnte ich mir auch relativ gut vorstellen, weil. Der Pilz hat echt groß ausgeschaut. Der Pilz hat sehr, sehr groß ausgeschaut, also dementsprechend. Oder ist es da irgendwo da oben? Da, ich hab mir doch gehabt, ich muss fahren mit dem Lift des Wehrs. Hätte ich wieder gefeiert, wenn ich wieder mit dem Lift hätte irgendwie hinfahren müssen oder so. Hätte ich cool gefunden, echt cool gefunden, schade. Passt, ich würde sagen, bitte erstmal alles einsteigen. Wir schauen einmal, wo das nächste Ziel hinführt. Auch so ein paar extra XP-Punkte oder so würde ich jetzt mal definitiv nicht nein sagen. Gell? Also für das, dass ich da so fleißig am Sammeln bin oder wenigstens ein bisschen extra Money, aber. Money, money, money. Na, ich bin sowieso gespannt. Wenn ich das damit die Tarotkarten dann erledigt habe, bin ich extrem gespannt, ob sie dann überhaupt einer melden kann oder nicht. Ich wette mit dir. Ich wette mit dir, sobald ich die dritte Mission starte, plötzlich heißt, ja, ja, wir können sich alle plötzlich melden. 100%, 100%. Dann aber dann ärgere ich mich, aber auf voller Wäsch. Wenn ich schon die ein oder andere Mission da gestartet habe, dann hätte ich sie auch sehr, sehr gern zu Ende geführt. Weil, hallo, Phantom Liberty wartet. Puri, ich habe mir gedacht gehabt, ich muss das mit Johnny Silverhead erledigen und dann kann ich schon Phantom Liberty starten. An Bullshit kann ich starten. An Bullshit. Ich bin nicht geflogen. Ich bin nicht geflogen. Das ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen für heute. Hätte ich jetzt mal gesagt gehabt. Ach du Scheiße. Jetzt war ich schon wieder so. Ui. Ja, sorry liebe Penner, aber
Ich muss da mal noch ganz gut da vorbeischauen. Sorry, Leute. Sorry. Das Gute ist, wenigstens keiner greift mehr auf. Das ist gut. Die haben Respekt. Mhm. Ja. Haben wir ja doch gehabt, da gibt es ja noch irgendwo eins. Passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sonst auf dem Fleck gibt es einmal nicht. Und dann haben wir eh nur noch die da oben. Ja, 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 ja. Passt. Weißt du, ich schaue trotzdem immer sicherheitshalber. Weil bei sowas bin ich immer relativ gern paranoid, muss ich sagen. Bitzele paranoid, bitzele. Passt. Haben wir das in dem Fall erledigt. Bloß nur kann überfahren. Wir sind sagen, glaube ich, 20 Leute auf mich. Ging gleich 20 Leute auf mich los. Bitte nicht, das brauche ich nicht. 2,2 Kilometer! Alter, ich glaube, das wären gleich mehr als 2,2. Wenn ich nicht einmal ansatzweise in die Richtung fahre. Avara, wo bringst denn du mich schon wieder hin? Wieso stoppst denn da so, Alter? Avara! Geht bitte für Industrieviertel. Leck mir mal. Hoppa! Ja, geht's ja aus, geht's ja aus. Das ist bitte für Drecksindustrieviertel. Leck mir mal. Hoppa! Uiuiuiuiui! Das ist ja Wahnsinn! Da jetzt sind wir da rein. Ja. Oder? Ja, ich muss. Na. Wir wollten ja unbedingt so eine. Ja, na sicher, na sicher. Der Wirt gesagt gehabt, der will extra so fahren. Mhm. Also ab und zu ist doch immer die Minikarte, wenn du mit einem Auto fährst, einfach die Hölle. Einfach die Hölle. Sobald du einmal zu schnell unterwegs bist, Digi, du weißt einfach nicht mehr, welche Spur du nehmen sollst. Schlimm. Echt, echt schlimm. Das kannst du nicht gescheit erkennen. Na. Aber der Scheißer ist ja wirklich am Arsch der Ende des Wölzers, der bist deppert. Fahr aber gleich links. Hoppala! Hoppala! Kann nochmal passieren! Ich hätte ihn gleich fast geschliffen mit dem Hinterreifen, Alter. Ich hätte gleich mal kurz losfahren können, der Alte. Da ist auch wieder rot. Alles klar, bin auch schon wieder feindlich, na super. Gut, dass du so nur kurz vorbeifahren wollt. Ein Wahnsinn. Schnellreisepunkte. Kann es vielleicht sein, dass ich zeitgleich mit den Tarotkarten auch die Schnellreisepunkte alle erreichen könnte? Kann das möglich sein? Das kann definitiv gut möglich sein. Also überall, wo die Tarotkarten sind, auch dass unsere Schnellreisepunkte da am Start sind. Ja sicher, könnt ihr was geben? Könnt ihr was gratis geben, hallo? Irgendein paar Leckerli? Leckereien? Nix, wo ihr da vielleicht reingehen könnt und wenigstens ein paar Euro dann lockieren könnt. Nix. Wow, Scheiße. Aber dadurch, dass ich hier relativ schnell, also relativ weit fahren müsste, mache ich lieber jetzt mal den hier. Ist jetzt eigentlich wurscht, wo genau, hätte ich gesagt. Weil dadurch, dass ich nicht die Tarotkarten sehe, weiß ich auch nicht so ganz genau, wo ich hin muss. Also dementsprechend, wir wissen so ungefähr grob und von dort aus gemeint wieder zu Fuß gehen oder was auch immer. Na gut. Ich will trotzdem nur einmal kurz drüber schauen. War ich brav? Hab ich da jetzt eh nichts vergessen? Ja, schaut gut aus. Oder das wär's. Das wär's da ganz am Ende dann noch, da vorne. Das wär hart. Aber ich würde sagen, bei uns in der Bude, gell? Da wird auch sicher noch eins sein. Mm. Nein, das neben der Bude haben wir eh schon. Das neben der Bude haben wir eh schon. Da waren wir eh auch brav. Okay, wir müssen eins weiter da. Hoppa! Nimm mich gleich mit, Bude. Nimm mich da aber mit, oder geil? Nicht schlecht. Ich hab mir gedacht, habt ihr eher so jetzt Spaß, aber nimm mich mit.
Er nimmt mir wirklich mit, der Ball. Geil. So, irgendwo waren jetzt die Tarotkarten. Ich will jetzt nicht die Mission starten, aber... Muss ich auf? Na, ich bilde mir fest ein, die war drin. Er will mir nur... Er will mir vorschnabern. Das war ja da gleich am Sekt, bilde ich mir an. Kann ich dir was bringen? Hi. Ich bilde mir fest ein, dass es da irgendwo im Sekt war. Zeig nur mal her, kartentechnisch. Wo soll denn der. Soll denn das Klumpert sein? Da? Haben wir doch kein. Passt. Ich hab mir da gehabt, gleich gegenüber von der Rogue. Weißt du, was ich mir da eingebildet hab? Ich hab mir fest jetzt eingebildet, es ist gegenüber von der Rogue. Irgendwie. Komisch. Vielleicht war da sowas oder vielleicht war da irgendwas ähnliches. Das kann vielleicht auch möglich sein. Aber irgendwas war bei der Rogue. Das war sie. Das war sie ganz genau. Ich hab Zeiten damit, ich hab Zeiten da, okay. Hi! Ah, das ist die Bude! Geil! Ah, ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Hätte ich gerne einen Burger gegessen. Hätte ich gerne mal ausprobiert, ja? Man muss ja alles mal getestet haben. Ja, ja, es ist eh wurscht, entweder da oder da, es ist so scheißegal. Dann gehe ich sicherheitshalber lieber so, wie er es mir zeigt. Ich habe so dann das Gefühl, dass ich auch da aufdrücken. Das ist es. Das könnt ihr wieder mögen. Achso, muss ich gar nicht laufen. So zu Hause geschafft gehabt. Irgendwo da hinten. Ja, ja. Okay. Wohin führst du mich, Pudi? Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, wo führt mich die Wurmsgarten bitte hier? Aber die ist eh oben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Bilden wir aber eh auch ein, dass wir da schon mal da oben waren. Mhm. Einmal waren wir schon mal da oben und haben sich das ein oder andere mitgenommen. Ha, das war nicht schlecht. Das sah auch gut aus. Früher war dann ein urgutes Scharfschützenquer. Ja, da haben wir schon gefladert. Da waren wir schon brav, da waren wir schon brav, da haben wir schon das ein oder andere mitgelassen. Sehr gut. Wisst ihr, wie mich das reizen würde? Einfach dieses Unterspiel. Und der überlebt es fix nicht. Ich wollte gerade sagen, so wetten, er kommt nicht einmal mehr auf. Das wär's. Das wär's jetzt so dermaßen gewesen, Leute. Das wäre jetzt so geil. Er kommt davon leider nicht mehr auf. Ja moin. Ich bin schon so gehypt. Ich will unbedingt was richtig Geiles. Ich will irgendwie, dass sich das ausgezahlt hat, jetzt zu sammeln. Ich würde echt jetzt gern so dieses... Bäm! Ja, dafür habe ich das gerne getan. Irgendwie... Einfach nur, dass ich sagen kann, dann am Ende des Tages... Okay. Ja, ein bisschen aufpassen. Bisschen ist gut gesagt. Wird gleich wieder überfahren, super. Da geh auf Zeiten geschießen auch. Noch lustiger wäre es, wenn wir sogar noch Kapazi wären, wir würden so durchlaufen durch die Stadt. Dann wären wir endgültig irgendein Verrückter. Dann wären wir safe irgendein Verrückter. Aber 100%. Die Garage misst man eh nicht. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich gleich irgendwann einmal wieder überfahren werde? Hm. Jetzt helfe ich mir. 100%. Können wir gleich von dort aus auch machen. Und tschüss. Kann ich gleich mal rufen. Das nächste Fahrzeug, weil das. Da werden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen vor müssen. Zum nächsten Bereich. Jetzt haben wir wieder die ganzen Viere, die was in der Nähe waren. Haben wir mal abgeklappert. Dann ist das das nächste.
Und dann kommt eigentlich eh auch schon das. Würde ich mal. Ja, kann so hinkommen. Und dann wird mir wahrscheinlich eh schon angezeigt. Erst Havara, du hast 20 von 20. Komm, schleich dich. Komm, geh zum Isti. Ich würde aber trotzdem erst sagen, gehen wir zu unserem Ripper Dog. Das würde mich mal eher mehr interessieren. Was er mal erst dazu sagt. Und dann würden wir zum Isti gehen, weil zum Isti, ich glaube, das ist schon mal die perfekte Adresse. Wegen die Tarotkarten und alles drum und dran. Weil da haben wir ja eigentlich quasi ja schon nur gewonnen. Weil sie wird ja schon wissen, so das, das, das und das. Das ist eh klar. Warte, gegenüber vom Club? Ja, voll. Ja, voll. Ich hab's genau gewusst gehabt. Gleich gegenüber vom Club. War ja mal wieder klar. Das ist dann noch wirklich der letzte? Na? Finde ich interessant. Oder, na? Na, warten wir mal noch ganz kurz ab. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon der letzte war. Aber müssen wir dann wieder durchschauen. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich das nächste Ding wahrscheinlich erst dann finden werden, wenn wir vielleicht wieder so storytechnisch ein bisschen weiter vorangeschritten sind. Wenn wir dann dort waren, dann dort, dann dort, dann dort, dann könnte ich mir relativ gut vorstellen, dass ich dann erst die ein oder andere Tarotkarte mal wieder finden werde. Oder vielleicht ist die letzte mal ganz, ganz speziell dort. Das kann vielleicht auch möglich sein. Und genau deshalb muss ich auch erstmal mit Misty um alles reden. Das ist das Nächste. Das ist das Nächste. Vielleicht muss ich als erstes mal mit Diana geredet haben. Damit die vielleicht Bescheid weiß, wo vielleicht sogar das letzte sein könnte. Weil es könnte ja vielleicht möglich sein, dass sie es ein bisschen auf 31er gemacht haben, dass du das letzte erst dann finden könntest. Sagen wir mal, nur könntest, wenn du mit einer überhaupt geredet hast. Ist schon verdächtig, wenn ich alles habe und dann wird nichts angezeigt. Genau das letzte, komischerweise. Genau das letzte. Schon ein bisschen verdächtig. Noch ein Kilometer entfernt. Boah, wie Tiere. Boah, wie Tiere. Das wird ein kleiner Roadtrip werden, ich sag's euch. Kleiner ist gut gesagt. Kleiner Roadtrip ist gut gesagt. Ein Kilometer ist auch nicht gerade ohne. Ja, vielleicht finden wir gleich die nächste Tarotkarte. Steht ein bisschen sehr geschissen da, der Havara. Die schauen auch nicht, ob ich vielleicht die Geschwindigkeit erhält, was man normalerweise erlaubt ist. Kleinen Schubs noch weggeben. Beginnt er zum Rutschen. Da war er. Beginnt er zum Rutschen. Für einen kurzen Moment habe ich mir jetzt gedacht, das Auto ist hier. Also das Motorrad. Ich wollte gerade sagen, entweder bin ich gleich vergiftet oder ich weiß nicht. Entweder oder. Entweder oder. Gebiet, wie sexy. Perfekt. Mhm, genau, eine fühlt noch. Scheiße. Ah, das ist scheiße. Ja, das geht. Ja, sicher können wir das einmal markieren. Vielleicht mit Victor reden, dass man da vielleicht, dass der vielleicht noch irgendwelche Informationen hat und vielleicht noch das letzte sein könnte. Mhm. Oder ich habe vielleicht wirklich einfach nur irgendeins übersehen. Das kann vielleicht auch möglich sein. Weil ich bilde mir fest ein, dass ich mich so verzählt habe, dass ich die... Ja, da haben wir es. Na schau. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Weißt du, was mich jetzt ehrlich gesagt wundert? Warum es da keine Schnellreise gibt. Jetzt fast eigentlich bei jeder Tarotkarte gab es in der Nähe eine Schnellreise. Okay, dadurch, dass es nicht optional ist, mit Victor zu reden, hätte ich einfach gesagt, komm, du scheiß mal drauf und reden wir dann einfach mit beiden dann. Hm. Ja. Ja, ja. Könnte man machen, könnte man machen. Definitiv. Weil was ich eh gesehen habe, gleich am Seg, na Pipi fein. Wieso sollten wir dann jetzt steppert da ein bisschen herumtun? Wenn wir eh gleich eine Schnellreise ums Eck haben, da mal ein bisschen die Schnellreise ausnutzen, weil für was gibt es auch die Mechanik?
Weil sonst kannst du es eh nicht ausdutzen, weil du jedes Mal zu irgendeinem Schalter, was du denn hingehen musst. Ist ja auch wieder ein Blödsinn. Werde ich gleich wieder überfahren. Was ja lang dauert. Oder lang dauert, bin gleich wieder überfahren worden, super. Ui, schon wieder ein Sack, Alter. Das gibt's ja nicht. Wie viele Hurenshitten haben die bitte, Alter? Bist du deppert? Da Arasaka, da. Aber da ist das Arasaka-Ding, wo wir geflüchtet sind. Na, geschleichte. Ein Wahnsinn. Oh. Und sogar silberne Augen. Oh. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Bis der silberne ist nicht schlecht. Okay, dadurch, dass es nur 700 Meter entfernt ist. Geschleichte. Das machen wir mit dem Motorrad. Das machen wir mit dem Motorrad. Geh bitte. Die 700, das ist nix. Jetzt war ich mir nicht unsicher, ob er jetzt schon bremst oder nicht. Deshalb bin ich so geschissen gegangen. Ich hab fast fliegen gesehen, nur noch fast. Ja, haben wir doch gehabt, der nimmt mich mit. Haben wir doch gehabt, das ist ein Haverer. Ich kann nichts dafür. Das ist jetzt wenigstens einmal die richtige Strecke. Ja, schaut gut aus, ja. Schaut gut aus. Ich glaube, ich hab die nochmal einmal richtig abgehoben. Opa, wa. Vorder, was? Okay. What the fuck? Die haben das... Ein Bug haben sie zwar nicht lösen können, aber sie haben eine Alternative gefunden. Wie sie den Bug umgehen können. Ach du Scheiße. Das ist aber auch nicht deppert. Das ist definitiv nicht deppert. Ha. Echt nicht schlecht. Wir haben quasi so eine Art Alternative gefunden. Ja, das ist echt nicht deppert von einer. Das ist echt nicht deppert. So, ich würde mal sagen. Ja, reden wir als erstes einmal mit Misty. Fix. Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Wie sah es denn aus? Ja, ich habe einen Scan gemacht. Meere. Tarot. Das große Arcanum. Das Zeichen einer höheren Macht. Ja, wie sie gekriegt. Was? Das große Arcanum? Was soll das sein? Das große Geheimnis, arkanes Wissen in Symbolform, eine Station auf der Reise deines Lebens. Sowas in der Art. Wie auch immer. Soll das heißen, irgendeine höhere Macht spricht durch Tarotkarten mit mir? Oder mit Silverhand. Oder euch beiden. Ihr seid momentan eine harmonische Einheit. Faszinierend. Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihrem rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Da waren wir brav, ja? Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Ja, Schnellreisepunkte. Vielleicht storytechnisch bedingt. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten. Weil viele waren relativ. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann. Für die Story, wirst ja. Du alles verstehen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Oh, er macht schon Sinn. Es werden wahrscheinlich alles Orte gewesen sein für die jeweilige Story. Hm. Org. Ich habe mehr von diesen abgedrehten Wandbildern gesehen. Ergeben sie jetzt Sinn? Irgendein Zusammenhang? Alles nur ein paar Tarotkarten. Mein Gehirn ist wahrscheinlich völlig hinüber. Das Tarot erzählt von der Reise des Narren. Zeig mir, was du gefunden hast, und ich sage dir, was fehlt. Hier. Es fehlen noch zwei Arkana. Das Gericht und der Teufel. Sie müssen mit einem Wendepunkt in deinem Leben zusammenhängen. Hm. Einer, der bald bevorsteht. Was bedeutet das Gericht? Hm. Eine mögliche Zukunft. Erlösung, Übergang, Erwachen. Der Engel mit dem Horn steht für das Ende einer Ära und symbolisiert einen Neuanfang, eine Wiedergeburt. Ich würde es so geil finden, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir erzählen mit Misty,
die Tarotkarten und sie erzählt uns dieses Mystische und alles drum und dran. Wir gehen zu Victor. Nee, das beheben wir, das ist nur ein Schaden. Teufel will ich lieber nicht begegnen. Er kann nichts Gutes verheißen. Es ist die Karte der innersten, unentdeckten Gelüste, aber auch dem Wind zu überleben. Das klingt gar nicht so schlecht. Er steht auch für eine falsche Welt. Eine Falle, die diese Gelüste dir stellen. Was ist mit dem wandernden Narren? Na, das sind du und Silverhand. Ihr habt einen langen Weg zurückgelegt und eure Stärken erkannt. Und wohin gehen wir? Euer Ziel ist die Welt, das letzte Arcanum. Ihr habt beide im Krieg mit der Welt gelegen, also gibt es zwei Möglichkeiten. Siegen oder Frieden schließen. Man könnte auch verlieren. Ja, das ist wahr. Leider. Kommt es mir irgendwie so vor, oder? Ich habe irgendwie so im Hintergrund dieses Gefühl, wie würde gleich irgendwie mein Wecker läuten. Irgendwie so die Klänge oder irgendwas von ihren scheiß Glocken. Bang mir überhaupt nicht. Danke. Ich habe das Gefühl, dass gleich mein Wecker läutet. Aber danke. Du wirst es verstehen, wenn die Zeit kommt. Ich kann nicht alles erklären. Das Tarot sagt nur, dass du die Welt auf einem von vier Wegen erreichst. Das heißt? Der letzte Teil der Reise führt durch die Sonne, den Stern, Mäßigkeit oder den Teufel. Vielleicht sterbe ich vorher, ohne anzukommen. Komm schon, das würdest du nicht zulassen. Nimm das. Mehr kann ich nicht tun. Ist das quasi schon mal ein bisschen eine Art Spoiler dafür, dass man sagen könnte, okay, das Spiel endet an vier verschiedenen Enden? Jetzt mit Phantom Liberty natürlich noch ein Ende. Egal welchen Weg du einschlägst. Aber dennoch. Okay, mit Victor dürfte ich jetzt anscheinend nicht über das Thema reden. Alles klar. Gut zu wissen. Aber Leute, was noch besser ist, die nächste Folge. Haut rein. Ciao, ciao.